Yo guys, what's up, and welcome to the latest part of my Sonic the Hedgehog LP, the Blue Gangster is here, thanks to my good Angie. Ich hoffe, ihr merkt, dass ich gerade mit einem anderen Mikrofon aufnehme. Es gibt zwar ein paar Probleme, aber kackt man auf die. Ansonsten ist alles cool. Und, ja, mal sehen, wie dieser Part wird. Auf jeden Fall ist das der letzte Part. Ich habe nochmal nachgeguckt. Das ist auf jeden Fall die letzte Stage. Hab mir so, bevor ich jetzt LP'd habe, so ein LP selbst auf YouTube gegeben, nochmal nachgeguckt. Aber dieser Part hier wird länger, weil es über mehrere Songs verfügt. Ihr werdet sehen, was ich meine, je weiter dieses Video geht. Und jetzt erstmal müssen wir hier hoch. Ich sagte da hoch und ich runter. Also, wir müssen hier hoch. Na komm, ja, geht doch. Alright. Ja, ja. Gangster. Auf jeden Fall mache ich das so, wenn dieser Part dann endlich hochgeladen wurde. Erstelle ich eine Playlist mit dem kompletten Ding. Ich mache diesmal keine Special-Dings. Das lohnt sich meiner Meinung nach gar nicht, weil da noch viel mehr von Sonic the Hedgehog auf meinen Kanal kommen wird. Mache ich das so, dass ich diese Playlist auch auf Facebook teile. So, dass ihr das, wenn ihr mich in Facebook habt, nicht euch immer direkt auf YouTube geben müsst. Und irgendwie will das Ding da gerade nicht. Also nochmal, hoch, hoch, komm schon, komm schon, komm schon, jetzt doch. Gut, dann warten wir mal ab. Vielleicht können wir das Ding verarschen und zack, und zack. Und perfekt. Perfekt? G, das war gerade die G-Post. What the fuck was that? Auf jeden Fall. Ja gut. Was danach alles folgt, das erzähle ich euch eher am Ende des Videos. Jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf das Video selbst. Okay, ich kann eigentlich hin. Dummes Schwein. Scheiß dummes Schwein. Ich meine, ich habe gerade so viele Ringe gesammelt und habe sie alle wieder verloren. Ist irgendwie gerade schlimmer als in den letzten. So, ah, das war schon. Ein paar extra Points. Yeah, Sonic has paced 8-1. Einfach so. Also ich habe gerade so schrecklich kassiert. Hoffentlich läuft es jetzt besser. Okay, schon mal nicht gut. Ich wollte gerade angeben. Oh man, das mit meinem Mikrofon fix regt mich echt auf, ey. Egal, ich hole mir einfach ein neues, das passt schon. Hab eh bald B-Day nimmer lang. Und zack, und fail. Aber deftig fail. Aber richtig deftig fail. Okay. Jetzt aber eins. Und ja, geht, geht. Könnte zwar besser sein. Gut, wir gehen nach vorne statt nach oben. Weil dieses Teil da gekommen. Ich brette nicht einfach cool nach vorne. Nein, ich brette direkt in die Flamme. Gangster. Ja, ich weiß, da unten war ein Ring Money. Soll ich überhaupt noch was sagen, damit es gut läuft? Okay, das war von mir G. Das war richtig G von mir, wie ich einfach drüber gesprungen bin. Einfach oha. Dran denkt man, man weicht. Alter, ich mach aus diesem Part gleich ein Walkthrough statt einem Let's Play. Das kann's doch nicht sein. Gerade wenn ich denke, ich hab was hinbekommen, scheißt irgendwas wieder rein. Jetzt muss es auch funktionieren. Jawohl. Nee, da oben, das trifft mich jetzt nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Okay, rote Feder, zack, hoch. Hoch. Okay, da geht's nicht weiter. Nee. Alles klar, weiter geht's. Du triffst mich auch nicht, du auch nicht, du auch. Alles klar, einfach weitergehen. So. Das hier wird halt ein bisschen komplizierter aus dem Grund, weil es nicht nur diese Zone gibt, sondern auch noch Invincibility, genau.
Nee, davon war nicht die Rede. Jetzt kann ich aber einfach durchfetzen, ohne mir Sorgen zu machen. What the fuck is wrong with the microphone? Anyway. Was will ich jetzt sagen? Ja, genau, ihr werdet es gleich sehen. Ich glaube, bei Act 3 wird es dann sein. Wir sind gerade erst bei Act 2. Wird sich die Zone auch vom Aussehen ein bisschen ändern. Wird ein bisschen komplizierter. Aber mehreres gleich. Ja, jetzt sind wir gleich da. Jetzt werdet ihr es gleich sehen. So, Sonic has passed Act 2. Ganz einfach, ganz schnell. So, und jetzt sind wir hier. Und da ist der Robotnik. Der lässt uns nicht zu sich, der lässt uns droppen. So, Scrap und so. So, hier seht ihr es. Hier gibt es eigentlich einen Glitch, dass man sich direkt zum Ziel katapult. Fuck it. Ihr wisst, was ich meine. Ich krieg's gerade nicht raus. Auf jeden Fall will ich das nicht machen, weil ich will daraus ein normales LP machen und jetzt einfach bis zum Ende zu skippen, wäre irgendwie total lame. Oder nicht? Gut. Erstmal Activate mit 6 Ring Underwater, sehr gefährlich. Ich weiß nicht mal richtig gerade, wo ich hingehe. Ich gehe einfach runter in der Hoffnung, dass ich nicht auf so einen Endless Boden treffe. Gut. Dann chillen wir hier und genau deswegen. Okay, da spinnt gerade irgendwas. Egal, dann nehme ich gerade nochmal eine, bevor wir vorgehen, weil ich habe nur noch ein Leben. Wenn ich im Water verkacke, dann ist vorbei. So, jetzt kann es weitergehen. Und du triffst mich nicht und du triffst mich nicht und ihr anderen auch nicht. Und direkt wieder drauf, Ring eingesammelt. Typen erledigt. Dings geschluckt. Eine Blubberblase raus, bis jetzt immer noch. Unerklärliches, hoch da. Hoffentlich kommen wir wieder an Luft. Nein. Gut. Nee, das kennen wir schon. Du trickst mich nicht mehr aus. Und zack. Und zack. Und okay, zu jetzt. Durch geht's. Wann sind wir denn endlich draußen, Alter? Habt ihr das gesehen, die Falle gerade, die hinten hoch ist? Richtig krank. So. Mit 7, sorry, 0 Rings, 5 Sekunden Zeit. Schaff, ja, ich schaff's. Ich dachte gerade, da kommt noch mehr. Okay, wieder Ringe bekommen. Hoffentlich verliere ich die nicht gleich wieder. Schön wär's gewesen. Und weiter geht's. Und wieder Ringe verloren. Ich brauch gar nicht darüber nachzudenken. Weiter geht's. 4 Rings. Und wieder verloren. Und keine Ringe mehr, aber dafür ein Blubberblatt. Und nochmal ein. Alter, das Wasser spackt gerade ab. Ich glaube, da komme ich nicht hoch. Egal, weiter geht's. So, und jetzt. Oh shit. Ich habe keine Ringe mehr. Das heißt, ein. Jawohl, Ring Monitor. Ich wette mit euch, ich verliere die Ringe gleich wieder. Wetten? Ich wette mit euch. Hier jetzt irgendwas. Okay, noch 5 seconds. Komm schon. Zack. So, bam. Und hoch da. Alter, wo sind... Hab ich's euch nicht gesagt. Jetzt mit 0 Ringen hier durch, Alter. Wie krass ist das? Alright, that's the final zone now. Krank wie schnell. Alles klar, hier Endgegner, Final Boss mit 0 Ring, wie krank bin ich? Richtig deftig, so. Alright then. Ich glaube, ich habe ihn nicht erwischt. Und ihr erwischt mich auch nicht. Wieder falsche. Ich wette, das wird noch so oft vorkommen, dass ich auf die falsche Seite lande. Ja, diesmal war es richtig. Aber man merkt gar nicht, der leuchtet gar nicht so, wenn man ihn trifft. Da hat man eigentlich nur so einen Sound so.
Aber ich muss ja den Sound eigentlich so runterdrehen, damit ihr den nicht doppelt hört, weil sonst hört man in dem Mic schon wieder falsche Seite. In dem Mic, in dem ich reinspreche, hört man das dann auch und das ist dann Bullcrap. Ja, ich könnte es zwar mit Kopfhörer machen, aber das Problem ist, wenn ich irgendwas mit Kopfhörern mache, dann merke ich selbst nicht, wie laut ich bin. Und dann werde ich manchmal so laut, das ist auch nicht mehr cool. Naja. Spiel. Oh shit, war das knapp. Oh shit, war das knapp. Okay, komm. Alter, wie viel Leben hat der Typ eigentlich? Übertreib mal nicht. Jawohl, jetzt aber. Perfekt. Jawohl, Gangster läuft bei mir. Läuft bei Sonic. Ja, Mann, hinbekommen. Bin ich nicht gut? Ich bin gut, ich weiß. Alles klar, wir haben es geschafft. Wir haben es gepackt. Sonic is back. And he's got all the freaking 6 Chaos Emeralds. Bam. Green Hill Zone Reunite. So läuft's, Alter. Alles klar, hier kommen die Credits. Gut, das heißt, bis dahin war's das. Sehr fresh. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, euch hat's genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich fand's auf jeden Fall nötig und gleichzeitig cool, weil ich hab das schon so lange vorgeplant. So assi lange vorgeplant, dieses LP. Und ich hab's einfach nicht hinbekommen. Jetzt habe ich mir gedacht, fuck it, lass machen. Und ich hab's gepackt. Gangster. Ich hoffe, euch freut's genauso wie mich, ey. Yeah, wie geil. Auf jeden Fall, was ich noch sagen will ist, da dieses LP hier fertig ist und ich auf gar keinen Fall mit Sonic fertig bin, weil ich offline so viel gerade mit Sonic beschäftigt bin, das wollt ihr gar nicht wissen, mache ich das so. Das hier ist Sonic the Hedgehog 1. Danach folgt geplant Sonic the Hedgehog 2 und das in einer Special Edition. Das gleiche mache ich nach Sonic the Hedgehog 2 mit Sonic the Hedgehog 3. Und dann folgen noch andere Teile. Ich guck, wie weit ich komme. Ich will nichts versprechen, weil sonst dauert es wieder zu lange. Und jeder sagt dann, ja, wie war das, wo du das und das gesagt hast. Auf jeden Fall, es ist geplant. Ich habe es vor. Ich versuche es hinzukriegen. Und glaub mir, ich habe richtig Bock drauf. Und ja, bis dahin war es eigentlich. Ich hoffe, ihr gebt euch mein komplettes LP. Ich hoffe, ihr wartet gespannt auf die nächsten Parts, auf die nächsten Sonic-Teile, die ich habe. Und für das war's das. The Blue Gangs is out. Thank you guys for watching. See you next time. Word. Peace.